herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Angespielt im Freispiel. Wir haben mal wieder ein neues Spiel gespielt, das wir momentan in der Aktion Hoher Spielwert drin haben, nämlich Romeo und Julia aus dem Hause Huch. Ein Zwei-Personen-Spiel, das ungefähr 30 Minuten dauert. Und die erste Besonderheit möchte ich euch gleich jetzt schon zeigen, deswegen habe ich es nicht aufgebaut, sondern ihn einfach nur hingelegt. Ich baue das jetzt mal auf und das finde ich tatsächlich schon hervorragend. Na, also der Spielplan, der ist die Schachtel. So, jetzt haben wir das gesamte Material rausgeholt. Wie gesagt, der Spielplan besteht aus der aufgeklappten Schachtel und diesem Teil hier. In Romeo und Julia geht es um die beiden titelgebenden Personen, Romeo und Julia, und ihre Liebe und zugleich um den Hass, der sich in der Stadt Verona zwischen den Familien Capulet und Montague ausbreitet. Zu Beginn der Partie suchen wir immer aus, welches Kapitel wir spielen wollen. Es gibt insgesamt 9 Stück davon. Für die erste Partie wird das erste Kapitel, der Beginn, vorgeschlagen. Und das gibt immer vor, wo welche Figuren das Spiel beginnen. Das bereite ich jetzt mal eben vor. Damit ist der Spielaufbau für die erste Partie, Kapitel 1, der Beginn. Es gibt dann eben, wie gesagt, 9 Stück. Erste Spannungen beim Ball, unmögliche Art, Musik, stille Messe, pipapo. Wer das Stück kennt, wird da viel wiedererkennen. Und das sind immer unterschiedliche Aufbauten quasi, wo welche Familienmitglieder starten, wo Julia und Romeo das Spiel beginnen und wo die Allegorie des Hasses und der neutrale Pater Lorenzo das Spiel beginnen. Wir haben dann zudem, um das Spiel zu variieren, hier noch 3 Szenenkarten. Auch da fangen wir erstmal mit der einfachsten an. In der wunderschönen und einzigartigen Stadt Verona legen wir hier unten das Kapitelfeld des zentralen Spielplans. Das sagt uns jetzt einfach, dass die Auswirkungen der Orte optional sind. Das wird dann immer weiter eingeschränkt. Da muss man dann bestimmte Aktionen tätigen, weil die eben nicht mehr optional sind. Je schwerer man sich das Spiel gestalten möchte. Dann bekommen beide Spielenden eine Spielübersicht über die Phasen des Spiels. Das sind immer 5 verschiedene Phasen, die wir durchspielen. Und dann können wir eigentlich schon direkt mit der Partie beginnen. Die erste Phase einer jeden Runde, der ist noch wichtig, habe ich vergessen. Wir spielen über 3 Akte. Den Aktmarker legen wir auf Akt 1. So, jetzt haben beide Spielenden, sowohl Romeo als auch Julia, Handkarten. Das sind einmal Personenkarten. Na, da sind hier Romeos Eltern drauf, die Allegorie des Hasses, Tybalt, Paris und so weiter. Also die Figuren aus dem Stück. Und dann gibt es Ortskarten, die diese verschiedenen Orte darstellen, in denen wir agieren können. In der ersten Phase einer jeden Runde, des sogenannten Vorspiels, ziehen beide Spielende Handkarten. Und zwar so, dass man sowohl 4 Personenkarten als auch 4 Ortskarten auf der Hand hat. Ja, das ist einfach quasi nachziehen. Dann kommen wir zum Rendezvous. Das bedeutet, jetzt können wir miteinander kommunizieren. Das ist nämlich ansonsten im Verlauf der Partie grundsätzlich verboten. Wir müssen gleich Karten ausspielen und jetzt aber in dieser Rendezvous-Phase müssen wir vorher 2 Entscheidungen treffen. Erste Entscheidung ist, geben wir so ein Botschaftsplättchen aus. Gebe ich ein Botschaftsplättchen aus, dann kann ich meinem Mitspieler, meiner Mitspielerin einen Vorschlag machen, an welchem Ort wir uns treffen sollten. Kann ich sagen, lass uns doch in den Straßen von Verona treffen. Mein Gegenüber kann jetzt sagen, jo, passt, kann auch sagen, nö, passt nicht, ist aber wurscht. Das Einzige, was uns das hier erlaubt, ist eben vorzuschlagen, dass wir uns an einem bestimmten Ort treffen. Und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir der Leidenschaft nachgeben wollen oder ob wir auf der anderen Seite des Herzmarkers der Vernunft die Überhand geben wollen.
sagen wir mal, wir geben so einen Marker aus und wir wollen der Leidenschaft nachgehen, lass uns treffen in den Straßen von Verona. Ja, damit ist dann das Rendezvous schon abgehakt und dann gehen wir in Phase Nummer 3 hinter der Bühne. Jetzt müssen beide Spielenden im Geheimen entscheiden, welche Person und welchen Ort sie spielen. Und wir spielen sowohl einen Ort als auch eine Person. Spiele ich hier mal die Karte und ich spiele die Karte. So, dasselbe macht auch meine mitspielende Person. Das ist jetzt diese Phase hinter der Bühne und jetzt kommen wir zum Auftritt. Das heißt, wir decken die Karten auf, die wir gespielt haben. So, Romeo hat hier Straßen von Verona gespielt, weil wir uns da ja treffen wollten. Auch ich habe die Straßen in Verona gespielt, das heißt, ich gehe da mit dazu. Und jetzt hat aber jeder noch eine Personenkarte gespielt. Und das sind jetzt Begleiter, die unsere zentralen Figuren begleiten. In Romeos Fall sind das seine Eltern, die Eltern Capulet, die bringt er mit. Ich habe die Eltern Montague mitgebracht und jetzt treffen wir uns ja alle in den Straßen von Verona. Jetzt hat jeder Ort eine Fähigkeit, die auch normalerweise dafür sorgt, dass Figuren bewegt werden. In unserem Fall könnte man jetzt die Allegorie des Hasses um ein Feld bewegen. Der startet hier im Salon der Montagues. Ich könnte jetzt hier rüber und in die Straßen oder in Bruder Lorenzos Zelle schicken. Das war jetzt der Auftritt. Ne? Wir bewegen erstmal alles durch die Karten, dann bewegen wir alles durch Bewegungsfähigkeiten der Orte, um dann in Phase 5 zu kommen, in die Auflösung und um die geht es letzten Endes. Da passieren jetzt verschiedene Dinge. Sollte Julia mit ihrer Amme zusammen am selben Ort stehen, dann bekäme Julia eine Botschaft. Damit wir uns eben im späteren Verlauf der Partie weiter absprechen können. Ist jetzt nicht passiert. So, jetzt gucken wir aber, wo stehen an den unterschiedlichen Orten die Mitglieder verschiedener Familien zusammen. Ja, Romeo und Julia sind logischerweise auch Mitglieder der Familie, ist jetzt erstmal egal. Wir haben hier beide Elternpaare, das ist gar nicht gut, weil die Familien sich nicht so richtig lieb haben und das bedeutet, dass hier unser Hassmarker für den Hass in der Stadt ein weiter wandert. Sollte der hier unten ankommen, haben wir die Partie verloren. Und das gucken wir dann überall anders. Zudem nicht nur, wenn zwei Familien irgendwo stehen, sondern auch, wenn irgendwer zusammen mit der Allegorie des Hasses irgendwo steht, steigt der Hass um einen. Es sei denn, Pater Lorenzo ist am selben Ort, der alte Friedensstifter, dann steigt der Hass nicht. Jetzt haben wir das hier wahnsinnig schlecht gemanagt, weil wir eben die beiden Elternpaare mitgebracht haben. Deswegen steigt der Hass. Aber jetzt schauen wir haben uns entschieden für die Leidenschaft. Wir sind auch beide am selben Ort. Dadurch steigt auch die Liebe. Immer dann, wenn die Liebe steigt, werden Ereignisse ausgelöst. Da sind hier so drei verschiedene Symbole für diese drei Felder. Und das heißt einfach, dass eine Karte aufgedeckt wird. Da gibt es zwei verschiedene, die ich hier hinlege. Das mache ich jetzt, weil die hier oben eine Sanduhr hat. Das sind dauerhafte Effekte, die gelten, solange die Karte liegt. Und dann gibt es auch welche, die nur einfach sofort auslösen und dann abgeworfen werden. Und unser Spielziel ist es, die Liebe hier hochzukriegen innerhalb der drei Akte, bevor es der Hass ganz darunter schafft. Sollten wir alle drei Akte gespielt haben und unser Ziel nicht erfüllt haben, haben wir ebenso verloren. Was hat es mit den Akten auf sich? Wir spielen ja immer zwei Karten aus, ziehen dann wieder auf vier auf. Immer wenn ein Akt vorbei ist, dann dürfen wir von unseren restlichen Handkarten entscheiden, welche Kombination aus Ort und Person wir behalten wollen. Der Rest wird abgeworfen, die Stapel werden gemischt und dann haben wir eben neue Nachziehstapel für die nächste Runde. Genau, sollte es uns dann irgendwann gelingen, das Herz hier ganz hoch zu kriegen, dann haben wir gewonnen. Sollte der Hass ganz unten landen, dann haben wir verloren. Und was ist noch? Ah ja, klar, hier, ne, wenn wir uns nicht für die Leidenschaft entschieden haben, sondern für die Vernunft, und dann am selben Ort stehen, dann bekommen beide Spielende eine Botschaft, was dann wiederum die Kommunikation in späteren Spielrunden erleichtert. Weil die eben Kommunikation nur dann erlaubt ist, wenn wir so Botschaftsmarker abgeben dürfen. Das hört sich jetzt erstmal simpel an, ne? Wie habt ihr gesehen, Regeln sind nicht sonderlich viel. Wie gesagt, die Ortsaktionen verschieben immer irgendwie Figuren, entweder von bestimmten Familien oder hier in Bruder Lorenzos Zelle kann man entweder Capulet oder Montague Marker verschieben. Treffen wir beiden uns in Julias Balkon
und haben uns für die Leidenschaft entschieden. Dann ist unter dem Balkon die Liebe so stark, dass die gleich in zwei Felder wächst. Ja, das waren dann schon die Ortskarten. Relativ wenig Spiel und trotzdem finden wir es richtig stark. Und zwar, weil das ganz schön schwer zu schlagen ist. Letzten Endes versteckt sich da ja ein relativ rein abstraktes Deduktionsspiel drin. Ja, es geht immer nur darum, wie können wir durch die Positionierung unserer Figuren und der Marker, durch das Ausspielen von Karten und dann die Nutzung der Aktionen an den Orten, dafür sorgen, dass wir uns im Geheimen treffen können. Hoffentlich haben wir uns vorher entschieden, der Leidenschaft nachzugeben, damit wir unserem Spielziel näher kommen. Und das gestaltet sich richtig schwierig, weil wir natürlich wissen, wer hat welche Karten insgesamt, weil die Kartentexte sind quasi die gleichen, also die Orte sind gleich verteilt und auch die Personen sind gleich verteilt. Und wir müssen vor allem mit diesem neutralen Bruder Lorenzo, der immer Frieden stiftet innerhalb der Stadt, und dem Verteilen der Familienmitglieder so, dass sie sich nicht treffen oder mit der Allegorie des Hasses zusammenkommen, dafür sorgen, dass diese nur fünf Schritte währende Leiste nicht ihr Ende erreicht. Und das ist richtig, richtig schwierig. Ich habe bisher nur das, was ich jetzt gezeigt habe, das erste Szenario gespielt. Die weiteren Kapitel haben dann Startaufstellungen, die wesentlich schwerer sind, weil die zum Beispiel schon mit Familienmitgliederverteilung starten, die gleich schon den Hass steigen lassen würden, wenn wir nicht sofort was dagegen unternehmen. Und die eingeschränkte Kommunikation ist das, was das wahnsinnig schwierig macht, das hinzukriegen, weil wir uns in unser Gegenüber wirklich reindenken müssen und uns quasi ohne uns absprechen zu können, uns absprechen müssen, das irgendwie so zu lösen, dass der Hass nicht steigt. Überraschend gutes Spiel. Wir hatten zuerst die Schachtel gesehen und haben gedacht, eieieiei, das sieht ja fürchterlich aus. Also uns gefällt die Optik überhaupt nicht. Die von der Schachtel, das Spielmaterial dann, das ist richtig schön, das ist wirklich toll gelungen. Wir fragen uns, wer entschieden hat, dass ausgerechnet dieses Artwork auf die Schachtel kommt, das uns davon abhalten würde, das Ding zu kaufen. Aber zum Glück haben wir es ausprobiert, weil wir tatsächlich allesamt begeistert sind. Das ist ein richtig toller Zweiertitel aus dem Hause Huch. Lohnt sich definitiv, sich das mal näher anzuschauen. Ich packe das jetzt wieder ein. Ihr könnt dabei eure Kommentare unten lassen. Ja, wenn ihr uns irgendwie erzählen wollt, erzählt doch mal über Spiel XY was. Ihr könnt den Abonnement-Knopf drücken. Ihr könnt weiter zu anderen Videos springen oder eure Spiele auspacken. Wir wünschen euch grundsätzlich weiterhin viel Spaß mit Spielen und auf bald. Tschüss!